alle Filme, die wir zeigen, haben mit Narration zu tun. Und die besten davon, finde ich, gehen neue Wege in der Narration. Das heißt, es sind Grenzgänger, die teilweise vom Dokumentarischen kommen, vom Experimentellen, von der Science Fiction, vom Spielfilm, was auch immer. Und versuchen in diesen Genres, die eigentlich klar getrennt sind, die Grenzen zu überschreiten und eine andere Form von Fiktion und Narration mit einzubringen. Haben den internationalen Wettbewerb etwas gestrafft und vor allen Dingen dafür gesorgt, dass es nicht Parallelveranstaltungen gibt. Denn das Publikum hat sich doch sehr darüber beklagt, dass sie nicht in alle Filme reingehen konnten. Dann haben wir die Retrospektive abgeschafft, die ebenfalls parallel zum Wettbewerb lief, weil es, wie gesagt, besser ist, ein Angebot zu haben, was dem Publikum die Möglichkeit gibt, jeden Film zu sehen. Und dann, das glaube ich, das Allerwichtigste ist, dass wir flankiert werden von einer ganzen Reihe großer und wichtiger Ausstellungen, die alle mit Film und dem bewegten Bild zu tun haben. Das besonders Spannende an diesen Ausstellungen ist, dass es wirklich nicht kleine Präsentationen sind mit ein oder zwei Installationen, Multikanalinstallationen, sondern dass zum Beispiel Recreating Realities alleine, ich glaube, 19 Positionen vorstellt. Das heißt, es ist eine große museale Show, die größte, die in Bayern überhaupt zu diesem Thema jemals stattgefunden hat. Direkt daneben im Museum Brandhorst laufen zwei Filme, sehr schön installiert, großzügig installiert von einer Künstlerin, die ich für sehr, sehr wichtig halte, Camille Henro. Und im Ägyptischen Museum, also auch im Museumsareal, laufen die Spiele, teilweise in der permanenten Sammlung, teilweise in den Ausstellungsräumen für Zeitausstellungen, temporäre Ausstellungen. Für mich gibt es eine überraschende Parallele zwischen den Erzähltechniken von Games und Multikanalinstallationen von bildenden Künstlern, weil beide auf die Zentralperspektive verzichten, in Zeit und Raum sich erweitern und praktisch dieses literarische Konzept des einzelnen Protagonisten aus dem 19. Jahrhundert und seiner Literatur noch stammt, aufgeben. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass unser Thema ja der Dialog von Kino und Kunst ist. Wie sehen die Künstler massenmediale Erzählungen? Das fängt mit dem Kino an, Fernsehen, Internet, YouTube und so weiter. Aber das geht eben weiter in die Games. Das heißt, unser Ansatz ist nicht zu erklären, dass bestimmte Games Kunstwerke sind. Das ist nicht meine Absicht und ist auch nicht meine Aufgabe, sowas zu erklären, sondern einfach mal sie ins Museum zu holen und sozusagen ein bisschen zu isolieren von ihrer normalen Aura der Unterhaltungsindustrie. Und von Künstlern geprägte Games vorzustellen, die wirklich versuchen, das Medium selber zu reflektieren und andere Erzählweisen zu produzieren. Und das tun wir.